Ja, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Wir haben in der letzten Folge uns um den Mokriboss gekümmert und sind jetzt zurück bei Koponipaku. Und vielleicht schon mal als kleinen Ausblick: Ich habe jetzt endlich mittlerweile den Gladio 50 und den Druide 50, sprich, sobald wir mit der Main Story fertig sind, geht es da darauf hinzu, dass wir da die restlichen Klassenquests machen. Und eine schöne Sache für. Zumindest jetzt, wo ich gerade aufnehme, mich nächste Woche gibt es den Patch. Da gibt es dann wieder schön neuen Content. Ziemlich viel Content sogar, wer mal reingeguckt hat. Aber jetzt erstmal weiter bei dem kleinen Paku. Oh, will Kupu zurück. Bitte sag, dass du die Mokrigata zur Vernunft bringen konntest, ja? Und Kuplokop geht es auch gut? So ein Glück. Hier, das habe ich mal gefunden. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Und ich glaube, Rayaor möchte mit dir sprechen. Was ist das denn hier? Und noch mehr bunte Drops. Wahnsinn. Es ist eine große Erleichterung, dass du den Mo König Mogulmuk besiegen konntest. Würdest du auch meiner Schwester davon berichten? Sie ist sicher am Wasserrosentisch. Die Droidin an Nofikas Altar, die dich hineinführen wird, kennt dich ja inzwischen. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Das heißt, es geht auf nach Credania. Und zwar zur Droidengilde. Bringst du Neuigkeiten über den Mokri-König? Ich hoffe, es sind erfreuliche. Bitte geh doch weiter. Und da hinten stehen sie schon und warten sehnsüchtig. Killua, willkommen zurück. Die freudige Nachricht hat mich schon erreicht. So ist es dir also gelungen, den Mokri-König zu bezwingen. Wir alle sind zutiefst erleichtert. Sag mir nur eines: Als erfahrener Bekämpfer der Primae, hattest du das Gefühl, gegen ein Wesen zu kämpfen, das den Göttern der Stämme ähnelt? Oder war es ein gewöhnlicher Gegner dieser Welt? Dann ist es noch nicht ausgestanden. Volltreffer, Papalimo. Die Messungen waren also korrekt. Es war ein Primae. Oder ein Primae-ähnlicher, nicht Primae. Primae, genau. Stör mich nicht beim Denken, Ida. Du hast dir diese Frage sicher auch gestellt. Wie konnten die Mokris wissen, wie eine Beschwörung funktioniert? Freilich, Kristalle und das innige Gebet der Gläubigen. Doch das sind nur die Eckpfeiler der Zeremonie. Die energetische Struktur des Ablaufs ist weitaus komplexer. Ich habe da so einen Verdacht. Nun, dann lasst es mich aussprechen, was ihr alle denkt. Die Askians müssen hinter diesen obskuren Machenschaften stecken. Wieder ein Schritt, der die Welt dem Chaos näher bringen soll. Askians? Askians, das muss es sein, Kubo. Die Mokrigata hat einmal mit einem maskierten Mann zu tun gehabt. Die Askians tragen doch Masken. Verflixt und zugenäht. Wenn der nicht die Quelle ihres Wissens war und womöglich auch derjenige, der sie erst auf diese unsinnige Ge Idee gebracht hat, solange das Dunkel nicht besiegt ist, das so viel Leid in diese Welt bringt, wird auch unser Kampf gegen die Priamä kein Ende finden. Ich danke dir für deine aufrichtige Einschätzung, Killua. Die Bruderschaft wird auf der Hut bleiben müssen. Ja, und der Bund der Morgenröte natürlich auch. Wir werden alles tun, was wir können. Das freut mich zu hören. Was eure Anfrage nach Unterstützung betrifft, so sollt ihr mit allem versorgt werden, was euer Bund in Geisterzoll benötigt. Seid ohne Sorge. Oh, vielen Dank, älteste Saatseherin. Diese freudige Nachricht müssen wir sofort Minfilia übermitteln.
Killua, möchtest du das nicht übernehmen? Sie brennt sicher auch darauf, die Einzelheiten über die primäre Beschwörung zu erfahren. So, demnach geht's dann nochmal in den Sonnenwind. Drei Kreuze, wenn die in Geisterzoll sitzen. Das würde einiges darum vieles leichter machen. Und in die Richtung da hinten wollen wir. Und ich glaube mittlerweile, das Reiterroulette ist etwas verbuggt. Der will mir sowas von auf den Ahriman andrehen. Und ich mag den nicht. Ja, was könnte man sonst noch erzählen? Ich bin ein bisschen dabei, den Fischer endlich mal hochzuleveln nebenbei noch. Und den Ermetiker habe ich jetzt ein paar Level wieder gemacht. Sind gerade mit Coil durch, beziehungsweise die anderen, weil sie eine Ein-Tank-Taktik ausprobieren bei Turn 5. Also dem aktuell letzten Teil. Ja, sind noch ein bisschen dabei. Ich muss Bahamuts Coil auch mal endlich aufnehmen. Aber irgendwie hat sich da noch nie so wirklich die Möglichkeit ergeben. Ich schätze mal, das werde ich zumindest 1 bis 4 nächste Woche auf jeden Fall mal machen. Damit ihr den auch mal endlich zu Gesicht bekommt. Und ich glaube, Garuda Extrem kann ich gleich dranhängen. Die fällt ja mittlerweile auch recht schnell um. Willkommen zurück. Ida und Papalimo haben mir schon Andeutungen gemacht, was du wieder einmal geschafft hast. Auch wenn es beunruhigend ist, dass selbst die Mokris nun eine Art Primalbeschwörung durchführen können, so war doch Mogulmog nicht unser gefürchtetster Gegner. Und Credanias Unterstützung bei der Verlegung des Hauptquartiers ist uns auch sicher. Aber dir ist sicher klar, dass diese erneute Mittäterschaft der Askians nicht Gutes verheißt. Wer weiß, wen sie als nächstes zu Beschwörungen anstiften. Sie bedienen sich der wilden Stämme, wie es ihnen gerade passt. Wir müssen ihnen das Handwerk legen, wenn wir das primäre Problem je lösen wollen. Nur wie wir unsterbliche, ungreifbare Gegner besiegen sollen, das weiß ich auch nicht. Der Umzug ist nun in greifbare Nähe gerückt. Es ist wirklich nicht übertrieben zu sagen, dass das alles dein Verdienst ist. Wenn du nicht gewesen wärst, stünden wir immer noch ganz am Anfang. Wir werden in mehreren Etappen nach Geisterzoll übersiedeln. Das vereinfacht die Organisation und außerdem geben wir dann auch nicht ein so verlockendes Ziel ab wie ein Großtransport. Alles soll reibungslos gehen und die Angriffe durch Wildtiere oder Wegelagerer würden wir nach Möglichkeit gerne vermeiden. Außer einer kleinen Sicherheitseskorte für jede Gruppe und den Zivilisten sollen alle auf eigenen Wegen nach Geisterzoll reisen. Auch dich möchte ich bitten, alleine dorthin aufzubrechen. Sobald die Übersiedlung abgeschlossen ist, werden wir den Sonnenwind den Abenteurern, die unserem Bund angehören, zur freien Verfügung stellen. Urianga wird weiter für die Verwaltung zuständig sein. Es ist mir zwar nicht ganz recht, ein so wichtiges Mitglied des Bundes hier zurückzulassen, aber es war sein ausdrücklicher Wunsch. Er sagt, dass er von hier aus besser an der Lösung des Primai-Problems arbeiten kann. Neben der Beaufsichtigung der Abenteurer im Sonnenwind möchte er noch einige Untersuchungen durchführen. Unter uns gesagt vermute ich aber, dass da noch etwas anderes dahinter steckt. Es hat bestimmt was mit Alizée zu tun. Ich will ihn nicht zwingen, uns nach Geisterzoll zu folgen. Falls es nötig werden sollte, kann er jederzeit zu uns stoßen. Aber statt über ihn, sollten wir viel mehr mit ihm reden. Kannst du ihm Bescheid sagen, dass unsere Vorbereitungen soweit abgeschlossen sind? Er ist gerade eben hinausgegangen. Ja, was gibt's noch Interessantes? Oh. Irgendeine Quest, die ich abgeben kann.
So ist dann also alles bereit. Nun, sobald das Nötigste nach Geisterzoll gebracht wurde, werde ich mich ganz meinen neuen Aufgaben widmen. Nur diese Worte gebe ich dir mit auf deinen Weg. Geschichte ist unser Gedächtnis in Reflexion. Erst unsere Betrachtung formt ein Geschehen, ein Erleben zur Geschichte. Und so wandelbar unser Erinnern ist, so unstet ist auch sie. Doch was gar nicht erst in diese Gestalt gebracht wird, ist noch flüchtiger, noch dunkler. Was gar nicht erst Geschichte wird, verschwimmt im Nebel des Vergessens. So ist dem einen wie dem anderen dies gemein, dass sie unweigerlich verblassen. Das gilt für alles Sterbliche, für alles Zeitliche im gleichen Maße. So poetisch. Ich danke dir für deine geduldige Aufmerksamkeit, trotz des Unverständnisses in deinen Augen. Lass es mich anders sagen. Die Erinnerungen, die wir mit dem Sonnenwind verbinden, sind also gleichsam ein... Minfilia, das war doch ihre Stimme. Wo? Was da passiert? Bin in Ordnung. Und das letzte Stück. Mögest du auch im Sonnenstein über uns wachen, Lusoir. Wir werden dein Andenken stets in höchsten Ehren halten. In der Tat, wirklich ein Jammer, dass ich den Weisen nicht vor seinem Ableben treffen konnte. Was willst du hier, Ashkan? Minfilia, das Mädchen mit der Gabe des Transzendierens. Ich komme nicht als Feind. Nicht als Feind? Dass du es auch nur wagst, so eine freche Lüge in den Mund zu nehmen. Ihr wollt mich doch vereinnahmen, so wie ihr es mit Tankred getan habt. Nicht doch. Du bist im Unrecht, wenn du alle unsere Art auf eine Stufe stellst. Ich komme nicht, um euch zu schaden. Ihr habt doch aber... Nicht wir, ein einziger aus unseren Reihen, dessen Methoden ich im Übrigen in keiner Weise für angebracht befinde. Dass ihr sein irres Treiben gemäßigt habt, war recht und billig. Er selbst war allerdings zutiefst gekränkt darüber. Gekränkt? Wir haben Lavabria aber doch getötet. Minfilia, ich hatte gehofft, dass du ein wenig mehr Verständnis für unsere Art gewonnen hättest. Wir sind nicht eingebunden in den Zyklus von Werden und Vergehen. Wir sterben nicht. Auch wenn der dunkle Kristall zerbricht, der unser Wesen zwischenzeitlich bündelt, so sind wir doch nicht ausgelöscht. Aber... Melde Gehorsam. Alles ist bereits im Aufbruch, Minfilia. Was ist denn? Du bist ja so bleich, als ob du einen Geist gesehen hättest. Du solltest mal ein bisschen ausspannen. Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um alles. Wunderst du dich, warum sie mich nicht sehen kann? Das liegt daran, dass ihr die Möglichkeit nicht eingegeben wurde, eine Existenz wie die meine zu erkennen. Aber Tatara weiß doch auch, dass es Askerns gibt. Warum? Tut sie das? Die Gefäße, die wir nutzen, um körperhaft zu existieren, sind immer andere. Sie sieht mich nicht, weil sie mich nicht in dieser Form erwartet. Wir beharren nicht auf einer bestimmten Art des Körpers. So sind wir einmal geisterhaft, schattenlos beim nächsten Mal, beim dritten Mal exakt so, wie der Sterbliche gewesen ist,
als ihm der freie Wille noch gegeben war. Und oft sind wir kompakt zu dunkelvioletten Kristallen komprimiert. Verstehst du nun, warum die Geschichte so selten von uns spricht? Wir existieren nicht für euch, obwohl wir dennoch existieren. Im Schatten, ungesehen. Aber das kann nicht sein. Wir haben doch herausgefunden, dass die dunklen Kristalle... Ach, die Kristalle. Alles nur ein Spiel. Gleichwohl, die denen die Kraft des Transzendierens gegeben ist, widerstehen unserem Einfluss. Ein Moment der Unachtsamkeit auf unserer Seite und sie vermögen unsere Maskerade zu durchschauen. Du lügst. Wo war denn diese Gabe, als La Habrea mitten unter uns gewesen ist? Du hast das Potenzial der Gabe noch nicht ausgeschöpft. Hast du sie dir erst erschlossen, so wirst du sehen, wie du den unseren gleichst. Euch gleichen? Sei ohne Furcht, ich bin nicht euer Feind. Im Letzten verfolgen wir dasselbe Ziel, verbindet uns derselbe Geist. Hörst du, Minfilia? Wir sind nicht euer Feind, und euch zu töten ist nicht meine Absicht. Nur um das zu sagen, bin ich hergekommen. Warte, was für ein Ziel? Bleib hier! Ich sage euch, wir müssen uns noch näher mit dem Transzendierenden befassen. Die letzte Nova hat sie auch überstanden, wenn sie nur erst ihre ganze Stärke erkennt. Ja, ist hier ein bisschen creepy. Du hast es gesehen, ja? Ach, ich helfe ihm nicht mal auf. Was ist denn das? Er sagte, dass er nicht unser Feind sei. Dass er mich nicht töten wolle. Minfilia, ist alles in Ordnung? Ich habe dir doch gesagt, dass du dich ausruhen sollst. Dir ist sicher schwindelig geworden bei all der Arbeit. Soll ich dir einen Tee machen, ja? Orianger, du musst etwas für mich tun. Nimm mit Baldesions Gelehrten Kontakt auf und bitte sie um die Genehmigung, ihre Schriften einzusehen. Die Schriften im inneren Archiv. Ich war zu nachlässig. Wir müssen noch mehr über die Askians in Erfahrung bringen. Dann hattest du eine Begegnung mit einem dieser Diener der Dunkelheit. Er könnte jetzt überall sein. Killua, versuch ihn zu finden. Er hatte eine Robe an, ganz wie La Habrea, aber in weiß. Tataru, der Tee. Minfilia braucht jetzt dringend eine Stärkung. Ich werde in der Nähe bleiben. Soll ich ihn verfolgen? Wo soll ich ihn denn verfolgen? Ah, Bucht des Abendsterns, dann einfach mal rausrennen. Ah, der Abenteurer. Nun, das war wohl zu einfach. Lass uns doch ein kleines Spiel veranstalten. Versuch mich zu verfolgen, während meine Gehilfe dich ein bisschen in Atem halten. Ich würde meine Zeit ungern mit jemandem geringeren als dem Krieger des Lichts verschwenden. Lass uns sehen, ob du geeignet bist.
So, und bevor ich dem Askian verfolge, mache ich einen kurzen Break. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Verfolgungsjagd. Bis dahin.